Okay, Assalamu alaikum hier. Die Leute auf Telegram, hört ihr mich? Ich weiß gar nicht, ob man hier jetzt schreiben kann oder nicht. Aber vielleicht kann mir irgendjemand einfach mal privat schreiben, falls das nicht geht. Okay, also eigentlich müsst ihr über die Webseite online, aber ich habe das jetzt hier mal gestartet, falls der ein oder andere nicht dahin findet. Denn der Unterricht findet eigentlich nicht hier über Telegram statt. Also, ich erkläre euch kurz nochmal für die, die das noch nicht so ganz verstanden haben oder nicht wissen, wie das geht. Ihr müsst auf die Webseite, loggt euch dort ein. Dann kommt ihr auf den Dashboard. Und im Dashboard findet ihr dann drei Auswahlmöglichkeiten. Ihr müsst dann ganz rechts auf Live-Unterrichte. Und dann solltet ihr dort den Kurs sehen, drei Fundamente oder irgendwie so ähnlich. Und dort klickt ihr dann drauf und dann findet ihr einen Button, da steht drauf Enter Live Class oder irgendwie so ähnlich. Und da klickt ihr drauf. Dort findet ihr auch dann die Aufnahmen. Wer das von euch jetzt abgecheckt hat vor ein paar Minuten und das immer noch nicht sieht, der schreibt mir einfach mal nach dem Unterricht, damit man das korrigieren kann. Aber eigentlich solltet ihr jetzt vor einigen Minuten freigeschaltet worden sein. Aber wie gesagt, falls das immer noch nicht der Fall ist, einfach mal schreiben, damit man das dann korrigiert. Tayyib. Fangen wir an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa afdalus salati wa atammu taslim. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ja, ihr wisst, es handelt sich hier um die Erklärung dieser Lektüre, drei Fundamente, Al-Usul al-Thalatha oder Thalathatul Usul. Das sind zwei Bezeichnungen. Sind es zwei gleiche Lektüren oder sind es zwei verschiedene? Da gibt es ein bisschen Auffassung unter den Leuten, ob es sich hierbei um zwei Titel für ein dasselbe Buch handelt oder Lektüre, kleines Büchlein ist das. Oder sind es zwei verschiedene Schreiben? Wie dem auch sei, das ist nicht so gravierend, nicht so wichtig. Nenne es Al-Usul al-Thalatha oder Thalathatul Usul, wir wissen, was wir damit meinen. Dieses Büchlein oder dieser Matten, das ist ein Matten. Was ein Matten ist, vielleicht hat der eine oder andere von euch diesen Begriff schon mal gehört. Ein Matten ist ein stark zusammengefasster, sehr prägnanter Text, der zu einem bestimmten Fach verfasst wird. Ein sehr prägnanter und kurz gefasster Text, der frei von Details ist, meistens auch frei von Begründungen und Adilla, der einfach eine Art, sagen wir es mal, er soll dir eine Art Mindmap darstellen durch dieses Fach. Es ist eine Art Mindmap. Das heißt, wenn man einen Überblick über diesen Text hat, beziehungsweise sich ihn einprägt, dann hat man eine Karte, einen Überblick dieses Faches
und kann sich dann in größerer Literatur orientieren. Oder einfach, man hat dann eben Struktur in den Gedanken. Man hat eine gewisse Struktur in den Gedanken, Ideen über dieses Fach. Das ist eigentlich die Aufgabe eines Metten. Und diese Mutun, Mehrzahl von Metten, gibt es in jedem Fach, im Fiqh, im Usul al-Fiqh, im Mustalah al-Hadith, im Usul al-Tafsir, im Mantiq. In jedem Fach gibt es irgendwelche Mutun. Diese Mutun haben eben, wie gesagt, nur diesen einen Sinn und Zweck. Man soll sich die einprägen oder nicht wortwörtlich einprägen, wenn man es nicht kann oder wenn ein Metten es nicht wert ist, dass man sich ihn wortwörtlich einprägt. Nicht alle Mutun verdienen es, wortwörtlich eingeprägt zu werden, weil sie eben von der Substanz her ein bisschen spärlich und mager sind, ja. Oder einfach von der Wortwahl her nicht so exzellent sind. Aber es geht bei den Mutun darum, dass man einen gewissen Überblick hat, und ein Thema in seinen Schemen im Gedächtnis hat, dass man darauf weiter aufbauen kann, beziehungsweise auch Informationen schneller abrufen kann und strukturierter bearbeiten kann oder strukturierter mit den Gedanken durch diese Informationen gehen kann. Denn Struktur des Wissens ist eine enorm wichtige Sache. Strukturiertes Wissen lässt einen Zusammenhänge erkennen, nicht? Lässt einen auch erkennen, wo was nicht zusammenhängt. Und dadurch werden Irrtümer auf beiden Seiten ausgeschlossen. Wie dem auch sei, wir wollen uns jetzt nicht so mit der Definition des Metten beschäftigen, sondern wir wollen mit dieser kleinen Lektüre beginnen. Diese kleine Lektüre, ich nehme mal an, dass die meisten von euch, die schon mal gesehen haben, vielleicht auch schon durchgelesen haben, ist ja kein. Es ist kein anspruchsvoller Text. Es ist ein Text, den hat man in 10 Minuten gelesen, wenn nicht schon in 5 Minuten. Es ist daher eine Art Kompendium. Das heißt, Kompendium, ja, eine Art extrem kurz gefasste Zusammenfassung, eine extreme Kurzfassung eines ganz bestimmten Themengebiets der Aqida oder der Theologie. Nämlich im Grunde genommen handelt es einfach, oder ist es ein Kompendium diverser grundlegenden Glaubenssätze der islamischen Theologie oder Aqida. Und ja, wie gesagt, diesen Text selbst kann man in 5 bis 10 Minuten lesen. Das heißt, er ist sehr kurz, sehr prägnant, sehr kurz und sehr prägnant. Und wenn man sich den Text mal anschaut, also wenn jemand sich mit der islamischen Theologie, der Aqida und der darin verfassten Literatur beschäftigt hat und Literatur gelesen hat, der weiß, dass dieser Text hier eigentlich eher an jüngere Altersgruppen gerichtet ist, Neulinge, Kinder oder halt einfach Personen mit sehr wenig Vorwissen über den Islam. Der Text hat also, dieser Metten selbst hat nicht viel Substanz. Der Metten selbst hat nicht sehr viel Substanz. Deswegen finde ich persönlich, wir haben ihn auch damals auswendig gelernt, aber ich persönlich finde eigentlich, dass dieser Metten nicht unbedingt auswendig gelernt werden soll. Denn dafür gibt es durchaus umfangreichere und ja, Mutun mit mehr Substanz. Aber wie dem auch sei, dennoch bietet dieser Metten in einer gewissen Art und Weise, ich sag's mal in Anführungsstrichen, eine umfassende, aber eben zusammengefasste Darstellung der Grundlagen des Tawhid, der Grundlagen des Tawhid. Das ist also kein umfassender Aqida-Metten, der sämtliche Themen der Aqida umfasst. Das ist es nicht. Es behandelt nur ganz
spezifisch ausgewählte, selektierte Themen der Aqida. Es ist nicht zu vergleichen, zum Beispiel mit der Al-Aqida Al-Tahawiyya. Die Al-Aqida Al-Tahawiyya von Al-Tahawi aus dem 4. Jahrhundert, Anfang 4. Jahrhundert, ist deutlich umfassender und deckt beinahe sämtliche, alle Themen der Aqida ab, auch wenn nur schemenhaft, weil das ist, Mutun machen das. Das Mutun behandeln ein Thema nur schemenhaft. Insbesondere die Mutun in der Aqida. Im Fiqh ist es vielleicht eine andere Geschichte, aber wir reden jetzt gerade von den Mutun der Aqida. Dieses kleine Büchlein, Al-Usul al-Thalatha, ist extrem einfach und in einem leicht verständlichen Stil geschrieben, um eben eine breite Leserschaft anzusprechen. Im Vergleich dazu sehen theologische Werke, also ich meine immer übrigens, wenn ich theologische oder von Theologie spreche, meine ich damit einfach die Aqida. Übersetzten Begriff oder einen deutschen Begriff für den Begriff Aqida zu haben, als Äquivalent. Also im Vergleich zu diesen Metten sind theologische Werke von anderen Persönlichkeiten oder andere Mutun, die wir kennen, meistens viel komplexer und umfassender, und damit sprechen sie dann nur eine kleine Gruppe von gebildeten oder beziehungsweise intellektuellen Personen an. Was eben hier diesen Metten unterscheidet: dieser Metten ist so leicht geschrieben, in einer so leicht verständlichen Sprache und Stil, dass er eine, ja, wie ich eben gesagt habe, eine sehr breite Leserschaft anspricht. Tamam. In den verschiedensten Altersklassen. Taib. Das Buch also geht nicht auf detaillierte Sachverhalte ein, muss man sagen. Das Buch selbst, oder diese Lektüre selbst, geht nicht auf detaillierte Sachverhalte ein. Aber wie gesagt, aufgrund seiner Klarheit, seiner Leichtigkeit ist es beliebt und eignet sich als ein Lehrmittel im Sinne, dass man es als eine Grundlage der Unterrichtung nimmt. Man nimmt es als eine Grundlage der Unterrichtung in Form von einer Karte. Wie eine Karte, eine Map. Du hast da bestimmte Ziele und du hast eine bestimmte Route, die du abfährst. Tamam? Auf der Map sind aber viele Details ausgelassen. Wenn du die Karte vor dir hast, du siehst einfach nur die Route. Du siehst nur einen schlichten Weg, den du gehen musst. Sämtliche Details werden ausgespart. Du siehst nichts, was die Straße umgibt, was dort passiert. Du siehst die einzelnen Gebäude nicht. Du siehst gar nichts. Du siehst nur einen Weg. So solltet ihr diesen Metten in etwa verstehen. Oder so solltet ihr ihn auffassen. Das ist die Aufgabe dieses Metten. Das bedeutet, in seiner Rohform, so wie er jetzt einfach so ist, als reiner Metten, ist er nicht besonders informationsreich. Tamam? Und deswegen, wenn euch jemand sagt, ich habe den Metten, was hast du so studiert in der Aqida? Er sagt, ich habe das Buch Al-Usul al-Thalatha studiert. Das ist wenn man es so nimmt, eigentlich ein Armutszeugnis. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Tayyip. Dieser Metten braucht also eine Kommentierung. Er braucht eine Erläuterung. Er braucht viele Details. Weil, wie gesagt, aufgrund dieser Knappheit und dieser Kürze entgehen dem Metten extrem viele Details. Nicht?
Ich erinnere mich nochmal an dieses Beispiel, ist sehr bildhaft und deswegen finde ich dieses Beispiel sehr zutreffend mit der Route, mit der Karte, solltet ihr euch einprägen. Der Matten hier ist nur eine Route, die dir und dem Lehrer zeigt, das sind die einzelnen Stationen, diese einzelnen Punkte, die solltet ihr durchlaufen. Okay? Das ist die Aufgabe des Matten. Das bedeutet, wie viel detailliertes Wissen dem Buch hier zukommt, das ist im Endeffekt relativ und abhängig vom Unterrichtenden, von der unterrichtenden Person, wie viel Input er dazu gibt. Und deswegen aus den eben genannten Gründen zusammenfassend, bin ich der Meinung, dass dieser Text nicht unbedingt auswendig gelernt werden sollte. Man sollte diese Energie für andere Texte ersparen. Das mal kurz zum, das war jetzt eine kurze allgemeine Beschreibung des Textes. Und hier möchte ich kurz auch noch einen anderen Punkt hinweisen. Er hat damit zu tun. In einer gewissen Weise hat er damit zu tun. Ich habe euch gesagt, wir haben eben gesagt, dass der Text bestimmte Thematiken der Akida beinhaltet oder behandelt, ganz spezifische einzelne Punkte. Und dass er dies extrem vereinfacht. Er tut dies extremst vereinfachen. Das hat einen Vorteil, aber auch einen Nachteil. Dass eine Substanz, ein theologisches Thema extrem vereinfacht wird, hat Vor- und Nachteile. Was denkt ihr, was sind die Nachteile davon? Die Vorteile sind einleuchtend. Ja, die Vorteile sind, dass es zugänglicher ist für verschiedene Klassen, für verschiedene Bildungsstände, für verschiedene Altersklassen. Das sind die Vorteile. Und ein anderer Vorteil ist, dass es weniger abschreckend ist. Warum abschreckend? Weil komplexe Literatur, wenn sie von jemandem gelesen wird, der das Gefühl hat, dass er kaum bis gar nichts versteht, das schreckt ihn ab. Er wird davon abgeschreckt und hört auf. Schlimmstenfalls hört er auf. Zumindest mit dieser komplexen Literatur. Mit den komplexen Abhandlungen zur Akida. Das ist ihm zu schwer und der Kopf brummt ihm, wenn er das liest, und dann lässt er es sein. Vereinfachte Texte haben eben diesen Vorteil, dass sie nicht abschreckend sind. Ganz im Gegenteil, sie haben etwas sehr Anziehendes. Aber was sind die Nachteile? Wer hat eine Idee? Was sind die Nachteile davon? Ah ja. Also wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, ob ihr mir hier schreiben könnt in Telegram. Aber ihr könnt mich einfach privat anschreiben mit eurer Antwort. Und das nächste Mal, inshallah, den Raum auf der Webseite benutzen, weil dort ist auch ein Chat vorhanden. Nachteile wäre, Shirin, Nachteil wäre, dass der Laie da trotzdem selbst interpretiert und selbst mitarbeitet ohne Lehrer. Ja, das geht so in die Richtung von dem, was ich sagen möchte. Sagen wir mal Folgendes. Halten wir das mal in drei Punkten oder ja, in drei Punkten fest, was die Nachteile von extremer Vereinfachung sind und die Gefahren. Hat Gefahren. Erstens,
Das ist das, was du jetzt hier gesagt hast, ungefähr, Shirin. Nämlich, nenne es einfach Fehlinterpretation. Durch die Vereinfachung komplexer Themen besteht die Gefahr, dass wichtige Details und Nuancen verloren gehen, was eben zu Missverständnissen und Fehlinterpretationen führen kann. Dies kann dazu führen, dass der Mensch falsche Vorstellungen entwickelt oder bestimmte Praktiken auf unangemessene Art und Weise umsetzt. Der zweite Nachteil ist, das ist selbstverständlich eigentlich auch einleuchtend, durch extreme Vereinfachung eines Themas geht Tiefe und Kontext verloren. Tiefe und Kontext geht verloren. Das heißt, alles hat seinen Preis. Alles hat seinen Preis. Möchtest du es jemandem extrem einfach machen, dann hat das eben den Preis, dass Tiefe und Kontext verloren gehen. Möchtest du jemanden ein Thema in seiner gesamten Tiefe und in seinem gesamten Kontext darstellen, dann hat das eben den Preis, dass es sehr anspruchsvoll werden kann. Dass es sehr anspruchsvoll werden kann und dass es eben auch ein gewisses Background vom Empfänger, also dem Schüler, dass es von ihm ein gewisses Hintergrundwissen oder Kontextwissen erfordert, was er sich erstmal aneignen muss. Das muss er sich aneignen. Also der zweite Nachteil ist, dass eben Tiefe und Kontext verloren gehen. Die Komplexität mancher theologischer Themen ist oft das Ergebnis eben eines reichen intellektuellen Kontextes, und eine extreme Vereinfachung führt dann dazu, dass dieser Kontext verloren geht. Und damit ist das Verständnis und die Vorstellung vom Thema beim Empfänger extremst eingeschränkt und oberflächlich. Oberflächlichkeit. Ein dritter Nachteil oder ein Problem von extremer Vereinfachung ist, nennen wir es Reduktionismus. Was heißt Reduktionismus? Kommen wir von dem Wort reduzieren. Etwas zu reduzieren. Was heißt das jetzt in diesem Kontext? Reduzieren. Was wird hier reduziert? Ja, nee. Eine übermäßige Vereinfachung kann dazu führen, dass komplexe Themen auf ein oder zwei zentrale Ideen reduziert werden. Welch? Dadurch wird eben die Vielfalt und der Reichtum dieses theologischen Themas wird dadurch untergraben. Und die komplette Bandbreite der Lehre kommt dadurch nicht zum Vorschein. Hier fragt jemand, ob der Unterricht nicht über die Webseite läuft. Doch, der läuft eigentlich über die Webseite. Aber ich hatte gesagt, dass ich das hier gestartet habe, weil ich meine, dass einige nicht auf die Webseite gekommen sind und das nicht geschafft haben. So. Tamam, ich weiß, das soweit in Ordnung. Habt ihr verstanden, was ich sagen möchte? Okay. Kommen wir kurz jetzt noch zum Autoren dieses Textes. Normalerweise überspringe ich diesen Teil in der Regel, aber ich möchte ein paar kurze Daten nennen. Ein paar kurze Daten zu dem Autoren. Der Autor der Lektüre Al-Usul al-Thalatha oder Thalathatul Usul ist
Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Muhammad ibn Abd al-Wahhab stammt aus der Region des Najd, aus der Region des Najd im heutigen saudischen oder im heutigen Saudi-Arabien, also auf der arabischen Halbinsel. Der Name Saudi-Arabien ist ja recht neu. Ist recht neu. Diese Region hieß früher nicht Saudi-Arabien. Ist ja bekannt, nehme ich mal an. Und er ist geboren, habe ich eben gesagt, wann er geboren ist, im Jahr 1703, nach der christlichen Zeitrechnung. 1703 und gestorben ist er im Jahr 1792, das heißt im 18. Jahrhundert. Ne? Im 18. Jahrhundert, also gar nicht so weit zurück. Liegt gar nicht so weit zurück. Ist ja schon in der Neuzeit eigentlich. Das 18. Jahrhundert ist relativ jung für uns. Ja, er studierte unter anderem in Basra, im heutigen Irak, und kehrte dann später zurück in seine Heimat Najd und verbreitete dort seine Gedanken und seine Ideen. Also beziehungsweise er predigte dort seine Lehren und gewann einige Anhänger, die sich seiner Bewegung anschlossen. Im Jahr 1744, also Mitte des 18. Jahrhunderts, schloss sich Ibn Abdul-Wahhab mit dem lokalen Herrscher Muhammad ibn Saud zusammen. Daher kommt auch der Name Saud oder Saud, Saudiya. Und dieser unterstützte eben die politische Macht seiner Bewegung. Und diese Allianz zwischen ihm und Muhammad ibn Saud bildete eben dann die Grundlage für den späteren Staat Saudi-Arabien, zu dem Staat, den wir heute als Saudi-Arabien kennen. Ja, im Jahr 1992 ist er gestorben. Wie gesagt, seine Person hängt zusammen mit der Entstehung des saudischen Staats, auch wenn der saudische Staat verschiedene Phasen durchgemacht hat, die wir kurz auch nochmal erwähnen, weil das irgendwie, wie gesagt, mit seiner Person, mit seiner Persönlichkeit zu tun hat. Es gab das erste saudische Reich, das erste Saudi-Reich, und das ging von 1744 bis 1818. 1744 wurde ja diese Allianz gegründet oder geschlossen zwischen ihm und den Amir Muhammad ibn Saud. Und dadurch kam eben dieses erste Reich zustande. Und 1818 ist dieses Reich auch schon beendet gewesen. Dieses Reich wurde im Jahr 1818 zerstört. Die Hauptstadt dieses ersten Reiches war die Stadt Ad-Dir'iyya. Ad-Dir'iyya. Und im Laufe dieser Phase haben sie einige Städte drumherum zu ihrem Königreich angeschlossen, unter anderem Mekka und Medina. Und im Jahr 1818 wurde es von Ibrahim Basha besiegt. Also dieser Staat wurde besiegt und es wurde zerstört. Und er hat sich aufgelöst. Der Staat hat sich aufgelöst. Das heißt, ab 1818 gab es kein Saudi mehr oder Saudia gab es nicht mehr. Dann kam das zweite saudische Reich, nämlich ein paar Jahre später, 6 Jahre später, glaube ich, so 1824. 1824 bis 1891. Nach dem Zusammenbruch des ersten Saudi-Reiches haben die Saudis ihre Macht in der Region Najd im Jahr 1824 wiederhergestellt. Diesmal war die Hauptstadt aber nicht Ad-Dir'iyya, sondern Riyadh. Als Hauptstadt wurde diesmal Riyadh erwähnt. In dieser Phase war das Saudische Reich jedoch politisch und auch territorial viel schwächer als im Ersten Reich. Und deswegen endete es auch im Jahr 1891, als es von den Rivalen der sogenannten Ar-Rashid-Dynastie aus der Region von Ha'il besiegt wurde. Die Mitglieder der Saud-Familie sind nach Kuwait geflüchtet. Und das zweite saudische Reich 1891 war somit auch wieder beendet.
So, dann kam das dritte Saudische Reich und das ist das, was bis heute besteht und existiert. Das dritte Saudische Reich, tamam, das dritte, das ist 11 Jahre später entstanden, nämlich 1902 bis heute. 1902 bis heute. 1902 kehrte nämlich Abdulaziz ibn Saud, der Gründer des modernen Königreichs. Ich zeige euch mal sein Bild. Ich glaube, es gibt Bilder von ihm. Warte mal. Wo ist das? Hört ihr mich eigentlich sauber oder gibt es Unterbrechungen? Okay, ich habe gerade mit Google Probleme. Ich schicke euch das später, inshallah. Auf jeden Fall, ja, im Jahr 1902 ist Abdulaziz ibn Saud zurückgekehrt aus ihrem Exil im Kuwait und eroberten Riyadh von der sogenannten Rashid-Dynastie, die das zweite saudische, die zweite saudische Staatsphase oder den zweiten saudischen Staat beendet hatten. Und in den folgenden Jahren dann erweiterte dieser Abdulaziz ibn Saud seine Kontrolle über die arabische Halbinsel, bis er 1932 hat er dann dieses Königreich Saudi-Arabien gegründet. Ja, und das moderne Saudi-Arabien, so wie wir es heute kennen, ist das Ergebnis dieser dritten Phase. Und die Hauptstadt ist weiterhin Riyadh geblieben, also wie in der zweiten Phase. Tamam. Das mal dazu ein bisschen. Wir haben also jetzt über die Lektüre gesprochen, über den Metten, ein paar Randdaten über den Autoren dieses Büchleins oder die Lektüre. Und ein bisschen zu der politischen Situation, die dort vorgeherrscht hat und die in den folgenden Jahren dann in diesem Gebiet, in diesem Gebiet geherrscht hat, beziehungsweise die Ereignisse, die dort eingetreten sind. Im nächsten Dars beginnen wir dann mit der Einleitung dieses Schreibens, nämlich mit der Basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Was man so dazu sagen kann. Und ja, das war es dann eigentlich für heute. Ach so, wir hatten noch darüber gesprochen, welche Gefahren extrem vereinfachte Darstellung von Aqida-Themen in sich birgt. Ja, also ich muss persönlich sagen, es hatte sich in den letzten Jahren eine Einstellung zu ihm entwickelt, zu ihm, die ihn übermenschlich gemacht hat. Mesh. Die ihn übermenschlich gemacht hat, in dem Sinne, dass sie, also man hat die Worte von ihm behandelt, als ob es der Koran wäre. Man hat überhaupt keinen Widerspruch zugelassen, überhaupt keine Kritik, was sehr seltsam ist, denn es gibt kaum einen der Ahlul Ilm, inklusive der Al-A'immah al-Arba'a, deren Aussagen durchaus kritisch betrachtet worden sind, von anderen der Ahlul Ilm kritisiert worden sind und die Unfehlbarkeit wurde jedem abgesprochen. In den letzten Jahren hatte sich besonders unter dem Laienvolk, hat sich eine Art Personenkult um ihn herum entwickelt gehabt. Nicht?
Das heißt, dass ja, man hat, auch wenn man es nicht gesagt hat, aber man hat irgendwie, hat man ihm Unfehlbarkeit suggeriert, sodass alles von dem, was er gesagt hat, alle Fatawa, die er geäußert, alle Darstellungen, Erklärungen wurden wie selbstverständlich verhandelt. Und das ist fehlerhaft. Das ist nicht korrekt. Denn davon ist keiner frei. Niemand ist davon frei. Und auch er hat Dinge, Einstellungen gehabt, die man kritisch sehen kann. Hat auch einiges richtig gehabt, wie jeder andere, yani. Wie jeder andere. Diese Form von Einstellung aber, dass man eine Art Personenkult um jemanden gründet, kommt meistens von Laien. Wir machen hier Schluss. Wie gesagt, das nächste Mal beginnen wir dann mit der Einführung, der ersten Muqaddima, der Lektüre. Und für heute war es das. Wie gesagt, nochmal Erinnerung für diejenigen, die aus irgendwelchen Gründen nicht über die Webseite eintreten konnten und die das jetzt vor Unterrichtsbeginn geprüft hatten, einige Minuten vor Unterrichtsbeginn, die sollen sich nochmal melden. Gut. Das war's dann. Hada, wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.